Hallo zusammen, morgen, hier ist das Wirtschaftsforum Rees, ich bin Frank Ali und wir treffen uns zu unserer österlichen Verlosung heute. Geht ja schon in die dritte Woche und ich bin als Osterhase, habe ich meine Löffel, man sieht sie kaum, mal mitgebracht, weil ich möchte mit euch keine Ostereier verstecken, sondern sie auspacken. Und dazu meine vielberühmte Verlosungskappe habe ich mitgebracht. Drei Einsendungen haben wir heute bekommen. Einsendungen wozu? Naja, ich hatte am Mittwoch euch gebeten, mir bis Freitag, also gestern, 23,59 eure Rechnungen zu Blumeneinkäufe im Postleitzahlengebiet 46459 Rees zuzuschicken. Das haben einige von euch gemacht. Drei an der Zahl. Ich habe hier die drei Einsendungen drin und die werde ich jetzt ziehen. Aber die gewinnen heute nicht nur die 15 Euro in bar, sondern sowohl heute, Samstag, Ostersamstag, Kasamstag, als auch Mittwoch legt das Wirtschaftsforum nochmal einen oben drauf, sozusagen ein extra Ei. Und heute legen wir drauf einmal einen Gutschein, ich weiß, spiegelverkehrt, wie immer, ne? Gutschein von unserem Mitglied, dem Thomas Schäfer, Kersten Motorgeräte. Und wir haben noch einen Gutschein von der Firma Holzum. Hannes Holzum, da haben wir auch noch 15 Euro für euch gekauft. Also einen von beiden kriegt jeder dazu. Und so verlosen wir heute nicht nur 15 Euro, sondern in Summe 30 Euro. Wahnsinn! Perfekt, wir ziehen die ersten Gewinner. Der erste Gewinner, das mit dem Trommelwirbel müsst ihr selbst machen. Ich ziehe nur die Gewinner. Nummer 1. Moment, nochmal lesen. Christina Schagen. Christina Schagen gewinnt 15 Euro in bar und einen der beiden Gutscheine, entweder Pumpenholzum oder Kersten Motorgeräte. Beide bekannt für super Sachen im Gartenbereich. Christina Schagen, ich kontaktiere, damit wir es heute überreichen. So, und dann haben wir hier noch zwei übrig. Hier kommt noch was. Und heute sind die Damen ganz weit vorne. Und zwar die Silke Albers. Herzlichen Glückwunsch, Silke Albers. Und auch die 15 Euro in bar. Und einen von den beiden. Holzum oder Kersten Motorgeräte. Herzlichen Glückwunsch. Da sind die Osterfeiertage ja noch stärker. Noch größere Feiertage. Ja, da braucht ihr nicht lange die Eier suchen, sondern habt sie gleich da. Ja, vielen Dank an die Einsendung. Und unsere Aktion geht weiter. Wir haben Wochenende, wir haben Ostern. Wir machen einfach weiter mit den Gastro-Geschichten, weil das hat sich so schön eingespielt. Wochenende ist immer Essenszeit oder auch Trinkenzeit geht auch. Und wir nehmen 15 Euro wieder in die Hand. Zwei von euren Einsendungen werden gewinnen. Was tut ihr? Ihr schickt mir bitte eure Rechnung, die mindestens 30 Euro sind. Schickt ihr mir zu, entweder in Spiegelschrift, dialog@vifo-rees.de, da eine Mail mit der Kopie der Rechnung, dialog@vifo-rees.de, oder die meisten schicken es an diese Nummer, auch die spiegelverkehrt, 0163 700 7676. So, und wenn ich vorhin gesagt habe, es gibt zweimal Ostereier, also einmal heute und einmal nächsten Mittwoch kriegt jeder der Gewinner oder jede Gewinnerin nochmal einen Gutschein. Diesmal vielleicht nicht so viel Dinge für Männer, wobei Kersten Motorgeräte und Holzum, ja, mach was für Frauen, so ist das nicht. Am Mittwoch gibt es ein Special von uns da oben drauf. Wie gesagt, schickt uns eure Essensrechnungen zu, größer 30 Euro, bitte aus unserem Postleitzahlengebiet. Und dann ziehen wir das am Mittwoch. Ich habe sozusagen fertig, kümmere mich um meine Ostereier, die muss ich noch bis morgen verstecken. Ich wünsche euch sagenhafte Ostern, weil hier draußen in unserem Postleitzahlengebiet super Wetter ist. Und was soll ich sagen? Bleibt gesund, bleibt zu Hause,
Auch wenn ihr Ostereier sucht, also nur zu Hause suchen, nicht woanders suchen. Und so sehen wir uns dann auch wieder am Mittwoch. Frohe Ostern, euer Wirtschaftsforum Rees. Bis dann.